Leute, wir sind die Celik Family. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden diesmal für euch keinen Vlog drehen, sondern werden ein Q&A für euch machen. Dazu haben wir euch gebeten, uns auf Instagram Fragen zu stellen. Ich zeige sie im Schnelldurchgang. Haben auch etliche Fragen erhalten. Vielen Dank schon mal dafür. Wir machen es so, dass Aishan die Fragen vorlesen wird und wir werden dann versuchen, so gut es geht, gemeinsam die Fragen zu beantworten. Ja, dann fangen wir gleich an. Die erste Frage ist, wie alt seid ihr? Ich bin 28, werde bald 29. Nächste Woche. Ja. Im April noch Geburtstag. Genau, und ich bin 26 Jahre alt. Dann zweite Frage, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns auf der Hochzeit von meinem Cousin gesehen, aber wie wir uns dann kennengelernt haben, zusammengekommen sind, werden wir in einem extra Video in unserer Kennenlernstory erzählen. Details nennen wir jetzt noch keine, wir machen es spannend. Und es wäre auch viel zu lang, also das wird wirklich den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir lassen es kurz, damit es wie gesagt nicht zu lang wird. Okay. Dann die nächste Frage, seit wann seid ihr verheiratet? Wir sind seit 4 Jahren verheiratet, also es wären 4 Jahre, seit 30.06.2017 sind wir verheiratet. Standesamtlich. Standesamtlich, genau. Ja. Also die, wie sagt man dazu? Hochzeitsfeier. Genau, die Hochzeitsfeier war am 16.09. Dann, wie lange seid ihr zusammen? Magst du das beantworten? Wir sind zusammengekommen am 12.12.2010. Mhm. Könnt ihr euch ausrechnen, wie lange das schon her ist? Genau. Ich weiß es nicht mehr. Ach, schon mal. 11 Jahre. 11 Jahre. 11 Jahre, ja. Dieses Jahr werden es 11 Jahre. Dann... Herkunft von euch beiden. Also ich komme aus Edirne. Ich komme aus Denizli. Wir sind beide hier in Ingolstadt geboren. Aber ursprünglich, wie gesagt, kommt sie aus Edirne, ist im europäischen Teil der Türkei an der Grenze zu Bulgarien. Ja, deswegen auch so hell. Genau, und ich komme aus dem Südwesten der Türkei, aus Denizli. Dann... Wie seid ihr auf den Namen von Ceren gekommen? Das war auch eine sehr tolle Frage, gell? Ja, vielen Dank schon mal für denjenigen oder diejenige, die die Frage gestellt hat. Ja. Also ich will nicht beantworten. Du kannst es beantworten, ich sag dann weiter. Wir haben uns noch, bevor wir den Kinderwunsch hatten, ein paar männliche und weibliche Namen ausgedacht oder überlegt und damals gab es so einen türkischen Comedy-Film, der uns sehr gut gefallen hat. Der Film heißt Celal ile Ceren. Und dann dachten wir, dass der weibliche Name Ceren sehr süß ist und auch modern und zeitlos. Und haben uns gedacht, falls wir irgendwann mal eine Tochter haben sollten, dann könnte der Name in Frage kommen. Genau. Und am Ende haben wir uns dann auch für Ceren entschieden. Ja. Vielleicht sagst du noch was zur Bedeutung. Ceren bedeutet eigentlich Gazelle, nennt man das auf Deutsch. Genau. Sonst eigentlich gibt es keine Bedeutung. Uns hat der Name halt, wie gesagt, sehr gut gefallen, damals schon. Dann muss ich kurz schauen. Zwei Eigenschaften, was ihr gegenseitig liebt. Steht jetzt drin. Magst du? Ja. Ich habe die Fragen nicht vorbereitet, um ehrlich zu sein. Ich auch. Jetzt muss ich überlegen. Ich muss nicht überlegen. Also mir ist da schon was eingefallen. Mhm. Und zwar liebe ich meine Frau so, wie sie ist und alles an ihr. Deswegen brauche ich da keine zwei Eigenschaften zu nennen, sondern ich liebe sie einfach so, wie sie ist. Von dem Charakter her. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend, kann ich nichts dafür. Deswegen meine Antwort auf die Frage. Jetzt kannst du dir was überlegen. Das wäre jetzt echt schön. Puh, schwierig. Sie liebt gar nichts an mir. Ja doch, also viel sogar. Deine Antwort war halt sehr cool.
Eigentlich dasselbe, aber was ich auch sehr an dir liebe, ist, dass du so fürsorglich bist und auch so ein Familienmensch bist. Also es gibt eigentlich ganz viele Sachen, was ich nennen könnte. Dann nennen sie. Das reicht, glaube ich. Okay. Okay. Ich muss immer schauen, weil manche Fragen, wie gesagt, haben wir doppelt. Ein Dreifach, ein Mehrfach. Wie ist das Gefühl, zum ersten Mal Eltern zu werden? Unbeschreiblich. Also man kann es gar nicht in Worte fassen, gell? Ja. Wirklich unbeschreiblich. Das wissen, glaube ich, nur diejenigen, die auch Eltern sind. Ja. Das ist meiner Meinung nach das schönste Gefühl der Welt. Ja. Ich kann mich noch an den Moment von der Geburt erinnern im Kreissaal, wie wir beide geheult haben, ja, als Jaran dann auf die Welt kam. Das war so emotional für uns. Das war wirklich der schönste Moment auch. Ich finde auch in unserer Beziehung der schönste Moment, gell? Ja. Ja. Oh mein Gott! Wow! Dann muss ich wieder kurz schauen. Werdet ihr eine Roomtour machen? Und es gab noch eine Frage oder mehrere Fragen. Werdet ihr eine Haustour, also Roomtour und Haustour wurde gestellt? Das wurde auch sehr, sehr, sehr oft gestellt. Und wir haben das auch davor immer per Instagram, haben wir das privat auch gestellt bekommen. Magst du dazu was sagen? Gleiches wie bei der Kennenlernstory zur Roomtour machen wir auch ein extriges Video. Lasst euch überraschen. Ja, also eigentlich war es so geplant, dass wir vorerst mal keine Wohnungstour machen, weil wir sind halt vor ein paar Monaten erst umgezogen und vieles, vieles, vieles fehlt noch. Und deswegen, ihr seid zu viel vieles gesagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, das wäre halt unnötig, wenn wir euch unsere Wohnung zeigen, was gar nicht komplett fertig ist. Aber dadurch, dass halt so viele gefragt haben, haben wir uns gedacht, wir zeigen es trotzdem. Und sobald wir halt immer was dazu Neues kommt, werden wir halt ein Update machen. Gell? Mhm. Genau, dann muss ich jetzt nochmal schauen. Ich habe da noch eine Frage gesehen. Werden die Fragen anonym beantwortet, wie ihr seht? Bisher wurden sie anonym beantwortet. Ja, genau, stimmt. Ja, das wurde uns auch gefragt. Also wir nennen keine Namen. Wie groß ist eure Wohnung? Unsere Wohnung hat circa 120 Quadratmeter. Genau, ja. Was macht ihr beruflich? Magst du, soll ich? Ja, also ich bin zurzeit in Elternzeit seit 2020. Davor war ich in einem Einzelhandel und als Shopmanagerin tätig. Darf ich den Namen nennen? Ja, klar. Ich weiß jetzt bloß nicht. Okay. Ich bin bei Audi im Marketing, bin da seit Ende 2017. Genau. Ich weiß nicht, soll ich auf meinen beruflichen Werdegang eingehen? Oder? Kannst du ja machen, ja. Klar. Ich habe da 2009 mit der Lehre angefangen zum Kfz-Mechatroniker. War dann in der Produktion, habe dann schnell gemerkt, das will ich nicht bis zur Rente machen, habe mich dann entschieden, noch mein Fachabi nachzuholen, was ich dann auch gemacht habe, sehr zügig. Habe dann an der THI Wirtschaftsinformatik studiert und wie gesagt, nach meinem Studium habe ich dann die Stelle erhalten im Marketing bei Audi und bin seitdem auch in der Abteilung tätig. Und ich bin auch zurzeit für 2 Monate in Elternzeit. Und aber seit ein Jahr daheim. Genau, aufgrund der Pandemie. Ja. Erst hatte er Homeoffice und jetzt, ja, seitdem. Danach hat er eine Bandscheiben-OP. Genau. War er nochmal, wie lange war das? 5 Wochen war ich da krankgeschrieben aufgrund meiner Bandscheiben-OP. Und jetzt bin ich noch bis Mitte Mai in Elternzeit und dann geht's wieder von zu Hause weiter, oder? Schauen wahrscheinlich. Wir mal, wie sich die Lage bis dahin entwickelt. Das stimmt. Wie viele Kinder wollt ihr in Zukunft? Willst du es beantworten? Fangen wir an. 3. 3.
Also mein Wunsch war es schon immer 3. 5. Was? Okay. Nicht Spaß, ich will auch 3. Genau, ja. Wieso hat das mit der Hochzeit so lange gedauert? Also wie Ogin vorhin schon kurz erzählt hat, er hat davor studiert. Allein das hat schon 4 Jahre gedauert, gell? 4 Jahre waren es. Und ganz kurz. Du hältst deinen Schnauze. Die Regelstudienzeit sind 3,5 Jahre, aber da ich noch ein Wartesemester machen musste, ja, hat es bei mir 4 Jahre gedauert. Genau. Also 4 Jahre hat sein Studium allein schon gedauert. Und als wir uns kennengelernt haben, war ich gerade mal 15. Also mit heiraten war da, wie sagt man dazu? Das war noch weit entfernt. Genau, wir das waren war noch zu jung. Zu jung, ja. Und ich musste erstmal Geld verdienen und das Geld von unseren beiden Lehren oder das, was wir in der Ausbildung jeweils bekommen haben, würde niemals reichen. Mhm. Und dann nach der Lehre habe ich auch eine Zeit lang gar nichts verdient, dadurch, dass ich mein Fachabi gemacht habe und noch studiert habe. Deswegen mussten wir darauf warten, dass ich nach meinem Studium wieder anfange zu arbeiten. Genau. Ja. Das war's mit den Antworten. Verlaberst du? Fragen. Fragen. Schau mal, ob wir vielleicht irgendwas verpasst haben. Ich schaue jetzt nochmal, wie ist das Gefühl? Also wie gesagt, wir haben so oft, wie habt ihr euch kennengelernt bekommen? Roomtour. Genau. Sonst... 2000 Jahre später. Haben wir eigentlich alles. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Ja, dann würde ich sagen, das war's mit unserem Q&A. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, einen Kommentar und vergisst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und eine kleine Info vorab, oder wie sagt man das? Voraus. Voraus, ja. Und zwar, manche haben mich auch gefragt, ob das... was kostet? Nein, es kostet nichts. Es kostet euch nur einen Klick. Das war's auch schon. Was kostet was? Wie ist das einfach? Klar, Daumen, Schäler, der Film.